Ahoi und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer weiteren Folge. Heute widmen wir uns erstmal dem Feld, würde ich sagen. Dann nehmen wir hier die Steinsichel mit. Und ich nehme auch mal die Steinhacke mit und die Tasche. Und wir holen auch direkt mal aus unserem Lager. Oh, hier wachsen ja auch Pilze. Aus unserem Lager ein wenig Dünger und schon mal Flachs, damit wir da demnächst, beziehungsweise danach, dann direkt neues Zeug pflanzen können. Ich hoffe, die Mucke setzt gleich mal ein. So furchtbar still, immer wenn die Mucke nicht kommt. So, warte mal, die Steinsichel müssen wir erstmal, glaube ich, hier irgendwo hin platzieren. Die manchmal auf die 3 gerade. So, und dann rasieren wir hier mal einmal durch. Die Mucke, sehr schön. Das konnte man ja nicht sehen, ne? Doch, Roggen. Okay. Dann mache ich das folgendermaßen. Ich rasiere hier. Oh, neues Level Landwirt. Ach, ich mache das mal erstmal. Wer weiß, was wir da kriegen. Landwirtschaftliches Wissen, Geduld. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Tierhaltungswerkzeugen. Gewissenhafter Landwirt. Das ist, glaube ich, das gleiche mit Pflanzenzeug. Also hier Sichel und so. Schafe ziehen. 10% schnellere Schafschuhe. Okay. Vegetarier. Reduziert die Anzahl. Ups, Entschuldigung. Reduziert die Anzahl der zur Aussaat von Gemüse benötigten Samen um 20%. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich nehme den gerade mal. In weiser Voraussicht. Ich denke, wir werden ihn brauchen. So, jetzt rasiere ich hier erstmal durchs Feld. Hallo? So. Gehen wir hier erstmal einmal. Oh, da ist die Ausdauer schon weg. Ich gehe nur mal kurz was trinken. So, dann rasieren wir da erstmal fertig, sammeln dann alles auf und dann bringen wir die neue Saat aus. Ich würde die neue Saat allerdings hier drüben ausbringen und nicht da, wo wir vorher gepflanzt haben. So ein bisschen drei Felder wirtschaftsmäßig, weißt du? Hallo? So, damit wir dieses Feld dann erstmal ruhen lassen können. So, warte mal, ich schiebe die ganze Zeit mit Mauskabel was durch die Gegend. Brauchst du wirklich mal wieder eine kabellose Maus? Ach, ich kann das hier bewegen währenddessen. Warte. Oh, das ist ja super. Ich kann hier einfach durchmarschieren. Kostet nur super viel Ausdauer irgendwie. So, warte. Na. So, dann kann man mehrere auf einmal erwischen. Das ist ja voll gut. Glaube ich zumindest. Doch, ja, kriegt man. Okay, so. Hier. Ja, warte mal, dann machen wir das anders, ne? Dann haben wir noch einiges vor uns hier. Wie machen wir das am besten? Boah, das geht so hart auf die Ausdauer. Ich würde ja am liebsten jemanden zuweisen, der das macht. So, ich rasiere hier einfach mal so quer durchs Feld. Naja, klappt mehr oder weniger. Ich glaube, eine Sense wäre schon sehr hilfreich. Diese kleine Sichel ist halt schon so ein bisschen so, naja. Es geht besser. Boah, Alter, kostet das viel Ausdauer. Heilige. Puh. Da schwitze ich hier direkt vom Rechner mit. So. Warte. So, damit wir zumindest mal zwei auf einmal kriegen immer. So. Vielleicht könnte man sogar mit vier schaffen, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, die Sichel ist kaputt. Gut, wir holen uns eine neue Sichel. Was brauchen wir denn für eine Sichel, sag mal? Das müssen wir eh in der Werkstatt, glaube ich, machen, ne? So, entschuldigen wir ganz kurz. Minugniev, ich muss hier mal ganz kurz ran. Steinsichel, 4 Stock, 4 Stein. 4 Stock, 4 Stein. Vielleicht können wir das schnell aus dem Wald holen. Dann müssen wir unsere Ressourcen nicht anfassen. Da haben wir schon Steine. So, ein Steinchen noch. Da haben wir die Steine zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch Stöckchen. 1, 2, 3, 4. So, da haben wir schon. Müssen wir unsere Ressourcen nicht anfassen. Finde ich gut. Was ist das da eigentlich? Warum ist da ein Loch? Ach, weil das die Schmiede ist. Okay, das macht natürlich Sinn. So, dann gucken wir mal. Hier, krafteln. Dann hier einmal die Steinsichel. Was zum Fick? Was war das denn gerade? Ich glaube, er hat den Begriff Handwerk irgendwie falsch aufgefasst. Akrobatik und Handwerk sind nicht dasselbe, mein Lieber. Okay, so, wir haben eine neue Steinsichel. Dann nehmen wir die gleich mal zur Hand und pflücken hier weiter quer durchs Gemüse. So. So, wahrscheinlich spart man mit einer Sichel auch immens Ausdauer, dann nehme ich mal an. So,
wieder ein bisschen regenerieren lassen. Den ganzen Kappes sammeln wir danach auf, wie gesagt. Das lasse ich jetzt nur erstmal liegen, damit wir nicht die ganze Zeit sammeln, schnippeln. So. Ja, das klappt alles immer so eher schlechter. Oh, wir können Hühnerstall bauen. Wir können einen Hühnerstall bauen. Endlich. Mein eigenes Zuhause. Tierfutter. Dafür braucht man Weizen brauchen wir auch noch. Und Stroh. Aha, eine Crafting-Ressource, um Nutztiere zu füttern. Sie kann in der Scheune gecraftet werden. Hühnerstall. Wir können fucking Hühnerstall bauen. Ja, geil. Hoffe, die Hühner gehen ja dann nicht permanent auf den Sack mit ihrem Gegocker. So. Hier nochmal. Übrigens, kann ich ja mal ganz kurz ansprechen hier. Ich war übrigens am Überlegen, auch mal Mount & Blade zu machen. Das habe ich früher extrem viel gespielt. Also nicht nur früher, sondern spiele ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Ich habe mir auch den neuen Teil geholt. Da habe ich allerdings noch nicht so viel Zeit rein investiert. Die alten habe ich halt sehr viel gespielt. Sowohl den originalen quasi, ne? Und halt den etwas neueren. Ich habe gerade den tatsächlichen Namen davon vergessen. Da war ich auch so am Überlegen, das irgendwann mal aufzunehmen. Da könnt ihr ja hier gerne nochmal hier schon mal eure Meinung reinschreiben. Aber ich denke mal, ich werde nochmal eine vernünftige Umfrage dann machen. So, jetzt müssen wir den ganzen Roggen hier erstmal finden. So. Da ist ja einiges zusammengekommen jetzt. Sieht eher aus wie Heu. Weniger wie Roggen. So, hier ist noch was. Oder wie Vogelnester. Es hat auch etwas mit Vogelnestern gemeinsam. Verdammt, meine Nase kitzelt. Aha. So. Hier. Ja, da holen wir aber gute Ausbeute dieses Mal raus. Da holen wir gute Ausbeute raus. Vielleicht können wir da ja dann auch mal ein paar Stullen draus herstellen. Hm. Ein bisschen Wegzierung sozusagen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir wahrscheinlich dann auch wieder die Taverne. Die wir immer noch dringend bauen sollten. Ja, wir haben schon jetzt über 100 Roggen. Geil. So, hier. Also dieses Feld hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ah. Junge, Junge, Junge. So, da drüben. Die Steine liegen einfach immer noch im Haus, ne? Die werden, glaube ich, wirklich bis zum Ende des Let's Plays in diesem Haus verweilen. Vielleicht reißen wir das Haus ja irgendwann mal ein und kriegen die dann wieder oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele das waren, aber ich glaube, es würde sich nicht lohnen, das Haus dafür einzureißen. So, den Roggen haben wir. 186, wenn ich gerade im Augenwinkel richtig gesehen habe. Was können wir denn... Das ist nicht die Scheune. Was können wir denn mit diesem Roggen nun alles anstellen? Roggenkorn. Können wir noch irgendwas anderes machen? Wir können Mahlstein, Mehl. Wir können Mehl draus herstellen. Mit Mehl kann man obviously natürlich Brot machen. Scheunenwerkbank. Tierfutter. Lehmbewurf. Na gut, Stroh haben wir ja leider nicht. Lehmbewurf, den haben wir ja nicht erforscht. Dünger. Verdorben. Hier können wir noch. Also 10. Man braucht 10 verdorbene Lebensmittel, um Dünger herstellen zu können. Das ist ganz schön teuer. Wie lange würde denn das dauern, sag mal? Ich mach mal nur einen. Huch, nein, einen. Das würde gute 3 Minuten, glaube ich, dauern. Ich glaube, das lasse ich offscreen dann laufen. Dann muss ich euch jetzt nicht damit belasten. Was wir auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Inventar. Hier einmal die Steinhacke packe ich jetzt auf die 4. Die Tasche packe ich auf die 5. Und dann, ich glaube, wir können sogar direkt die Tasche nehmen. Und hier, wo ist es denn? Ach, den Roggen könnten wir direkt wieder aussehen. Das ist ja interessant. Ich würde sagen, wir düngen hier erstmal. Ich hoffe, ich gucke nochmal nach. Sicherheitshalber, ne? Flachsamen. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden. Sehr gut, okay. Dann hier. Wir brauchen 15. Das heißt, wir sollten am Ende 5 Dünger übrig haben. Sind also genau 3 Riegen, glaube ich. Wir hatten doch mal eine Feldbelegung, glaube ich, in irgendeiner der letzten Folgen angelegt.
Aber die ist, die gilt so wahrscheinlich sowieso nur für die NPCs, nehme ich mal stark an. Ja. Deswegen, ich gehe da jetzt auch einfach mal drüber hinweg, weil manche Sachen, glaube ich, die wir da festgelegt haben, die haben wir eh noch gar nicht. Ich weiß, Tomaten oder so? Ich weiß es nicht mehr, was wir da genau veranstaltet hatten. So, dann einmal mit der Hacke rüber. Und dann können wir auch schon direkt den Flachs aussehen. Oder das Flachs? Ist es das Flachs? Oder ich glaube ja, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Der Flachs? Das Flachs? Die Flachs? Den Flachs? Den Flachs klingt irgendwie richtiger. So, 5. Dann, nein. Flachs 15. Da haben wir es ja schon. Dann hauen wir hier einmal raus. Dann haben wir endlich auch mal ein bisschen Stroh zur Verfügung, beziehungsweise die Stroh haben wir ja sowieso hier Dingens hier, Leinfäden und so meine ich, dass wir das endlich mal selber herstellen können, weil unser Bogen ist ja fast durch, ne, denn ich würde versuchen, den Bogen so lange am Leben zu erhalten oder auf andere Mittel erstmal überzuswitchen, bis wir das selber herstellen können, weil das sonst immer so wahnsinnig teuer gleich ist. Und ich glaube, einen Rucksack können wir uns dann auch herstellen. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das müsste gehen. So, jetzt haben wir hier noch, glaube ich, noch weitere 15 Felder, wenn ich das richtig sehe. Haben wir noch etwas, was wir aussehen können im Frühling? Mal gerade schauen. Wir haben eh nur noch 5 Dung oder Dünger. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden, Zwiebeln. Okay, dann nehmen wir nochmal 5 Zwiebeln mit, würde ich sagen. 1, 2, 3, 5. Und dann, dann sehen wir die einfach auch gleich nochmal. So, wo ist es hier? Dünger, Dünger, Dünger. Dünger, 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 Dünger. Dünger, dann machen wir hier nochmal ein Feld mit Dünger. Ein Feld mit Zwiebeln meine ich natürlich. Wir nehmen einfach die Felder und pflanzen direkt Dünger an. Müsste ja theoretisch eigentlich auch gehen, ne? Ich meine, wenn man so Stroh hat, ne? Und das quasi... Ach, mit dem Mausrad geht's ja auch, ist mir gerade aufgefallen. Wenn man so Stroh hat, ne, und das quasi vor sich hin gammeln lässt und alles, ne, ich meine, das wird ja am Ende, ist ja auch pflanzliches Material, das müsste man auch als Dünger hernehmen können, oder nicht? Bin ich mir nicht so sicher, weil ich bin kein, Agrarexperte. Ja. Und hier nochmal, dann haben wir die Zwiebelsaat auch rausgebracht. Mit dem ganzen Dünger, den wir hatten. Wir müssen unbedingt mal selber Dünger herstellen. Aber dafür brauchen wir halt erstmal Tiere. Schweine, glaube ich, im Speziellen waren es. Und Schweine sind teuer. So, dann können wir erstmal die Sachen wegbringen. Ich gucke mal übrigens gerade nochmal, wenn wir gerade noch hier hinten sind, wie es mit unserem Holzvorrat gerade aussieht. Der Winter ist ja vorbei. 74. Eieiei. Okay, das gefällt mir sehr gut. Da würde ich sogar sagen, sparen wir mal ein bisschen Holz an und verballern nicht immer alles, was wir im Lager haben. Weil dann haben wir im Winter auch weniger Probleme. So, die Hacke, die Sichel, die Tasche. Hier haben wir noch Roggen, den Roggen. Achso, jetzt sagte ich ja, mache ich offscreen, prügel ich das dann durch. Da kriegen wir auch schön Stroh raus, da kriegen wir schön Roggenkorn raus. Die Frage ist, das Mehl, bringt uns das Mehl momentan schon etwas? Ich glaube nicht, ne? Da können wir, glaube ich, eh noch nichts herstellen, weil wir haben keine Gerichte gelernt. Wir können hier zwar, ich mach mal ganz kurz, so. Wir können hier zwar gucken und so. Ah, hier kann man eh nicht. Oder muss man es hier oben machen? Kessel wahrscheinlich, ne? Haferkorn, Roggenkorn, Haferschleim könnten wir theoretisch herstellen, würden wir es erforschen. Dicke Suppe, Kohl und Fleisch, wir haben keinen Kohl. Karotte und Fleisch, das könnten wir eintopfen, weil wir haben Karotten. Ich weiß gar nicht mehr woher, ich glaube, die haben wir ganz am Anfang angepflanzt. Salzfleisch... Okay. Rote Beete haben wir nicht. Für Suppen, Fleisch mit Soße. Gebratenes Fleisch und Zwiebel. Das klingt natürlich auch geil. Dicke Suppe, Haferschleim. Okay, Haferschleim würde sich vielleicht lohnen, wenn wir das mal erforschen würden. Gucken wir gerade mal. Wo zum Teufel ist das überhaupt? Lieber überleben oder Langbogen? Alter, ich will einen Langbogen haben, ne? Ah, der ist teuer, der kostet 500. Lebensmittel, Lager, Scheune, Hühnerstall. Nee, ich glaube nicht. Taverne, Brei, Haferschleim. Hier, 50. Komm, nehmen wir mal. Den nehmen wir mal mit. Den guten Haferschleim, den haben wir uns jetzt einfach mal gegönnt.
Dann können wir, müssten wir jetzt direkt hier mit Roggenkorn Haferschleim herstellen können. Ich mach mal ein bisschen was. Ich will wissen, wie viel wir daraus bekommen. Quasi. So, warte mal hier. Oh, das war doof. 3 brauchen wir noch. Ich hasse dich, du Mistding. So, okay. 4? Wieso 4? 5. Okay. Dachte ich hätte, wir hatten jetzt 2 und dann wollte ich nochmal 3, aber irgendwie habe ich mich anscheinend verzählt. Okay, 5 Roggenkorn. Machen wir mal hier einen leckeren Haferschleim. Ja, lecker. Einmal Haferschleim. Dann gucken wir mal nach, was der uns bringt. 20. 20 ist gut. Normales Fleisch bringt ja nur 6. Das ist nicht so viel. Und Haferschleim ist auch einiges wert. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, da ein bisschen herzustellen. Wir haben aber auch nicht jetzt so viel Roggen, dass ich das jetzt rauskotzen würde wie nix. Ne, also wenn wir 10-mal Haferschleim herstellen, dann sind wir 50 Roggen los. Das müssen wir dabei bedenken. Aber es wäre vielleicht eine gangbare Lösung. So, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz nochmal rüber. Dann machen wir doch ein bisschen Roggen jetzt schon. Dann mache ich das doch nicht offscreen. Ah, ja, das war nicht der Plan. Dann gehen wir hier ein bisschen höher, aber nicht auf ganz, also nicht auf 180, sondern auf 49, nee, 44, wir haben ja schon einen, dann machen wir hier mal 44. Da geht ja relativ schnell. So lange dauert es ja nicht. Dann kriegen wir noch ein bisschen Stroh raus. Das sieht einfach so gut aus. Wie er da auf diese Textur raufkloppt. So. Ich weiß gar nicht, ob wir ab und zu auch mal ein bisschen mehr Roggenkorn bekommen, aber ich glaube nicht, ne? Ist immer nur eins, was wir rausbekommen. Vielleicht kann man das skillen, ich weiß es nicht. So. Dann haben wir nämlich auch schon fast. Dann stellen wir gleich noch ein bisschen Haferschleim her. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. So, 45 Roggenkorn, 50 Stroh. Ist also... Oh, Näherei 2! Ja, das gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich einfach, weil wir Experience gerade gesammelt haben. So, dann mache ich hier nochmal den. Dann kochen wir hier nochmal ein bisschen was Leckeres. Ja, ich ziehe hier noch ein bisschen Thymian. So, einen leckeren Haferschleim hier. Noch ein bisschen Salz. Hier noch, ein bisschen Zucker. Ja, das geht aber. Ja, hier noch ein bisschen Zimt dran machen. So, und dann noch ein paar Fleischklöße in den Haferschleim. So, und natürlich Karotten, sehr, sehr wichtig. Ja, und jetzt hier noch ein Schlückchen Zaubertrank aus dem Dorf der Unbesiegbaren nebenan. Oh ja, jetzt blubbert das hier sehr schön. Da können wir die römischen Legionäre direkt wieder zurückschlagen mit unserem allmächtig machenden Haferschleim. Hier mal ganz kurz kosten hier. Ja, doch, das ist eine gute Mischung. Das ist eine gute Mischung. So, und jetzt machen wir hier noch ein bisschen kleinen Popel rein und dann ist das fertig. So, 10-mal Haferschleim. Sehr gut. Die nehme ich einfach mal so mit. Die wiegen 2. Ich glaube, damit können wir leben. Das Rest Roggen mache ich erstmal ins Lager, weil ich gerade noch nicht genau weiß, was wir damit dann machen. Wir können es gerade ja eh nicht aussehen. Wir haben auch gar keinen Dünger mehr, um irgendwas aufs Feld zu bringen. So, Roggen, Stroh haben wir auch wieder. Darüber bin ich sehr froh. Wo ist denn Stroh hin? Ach da, 15. War das das letzte? Hatten wir gar keinen Stroh mehr? Oh. Das ist ja nicht so praktisch. So, wir haben auch wieder Fackeln. Wir haben wieder Taschen, die wir verkaufen können. Finde ich sehr gut. Haben wir eigentlich neue Pfeile bekommen? Sag mal. Die Antwort lautet, glaube ich, nein. Sag mal, hatten wir dem Ding nicht in Auftrag gegeben, dass der Dingens herstellen soll? Pfeile? Wo ist es denn hier, die Werkstatt? Die Werkstatt? Hier, Pfeile. 15%, na okay. Der ist fast fertig. Der ist fast fertig damit. Naja gut, dann wird wahrscheinlich demnächst ein frischer Stapel Steine. Das wäre schön. Ein frischer Stapel Dingens hier, Pfeile drin sein, das finde ich sehr gut. Denn so langsam werden die wieder nötig. Ah, ein neuer Tag. Da würde ich nämlich demnächst mal ins Auge fassen, dass wir ein bisschen Geld ranholen und uns dann auf den Weg nach Hornika machen, um entsprechend ja, hier so ein bisschen Dingen zu bekommen, ne? Ein bisschen Spitzhacke, das wäre sehr geil. Hier hat sich jetzt noch nichts getan. Hätte ja sein können. Hat sich hier was getan? Ich guck nochmal. Werkstatt. Nee, der ist noch auf demselben. Wir könnten vielleicht ein bisschen
Bisschen boosten, ich weiß gar nicht. Lohnt sich das? Na, Pfeile verkaufen will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Fackeln, die sind schon gut was wert. Steinhacke. Die Steinhacken sind, glaube ich, noch mehr wert. Entschuldigung. Aber das Problem ist, dass wir dafür wieder Steine brauchen. Und Steine sind eine Ressource, die wir momentan noch selber ranschleppen müssen. Wir haben zwar 78 Steine. Die doch vielleicht von irgendwo? Nee, ne? Aus der Jagdhütte kommen die nicht. Guck nochmal nach. Nein. Federn ja, aber keine Steine. Wie sieht's mit Federn aus allgemein, sag mal? 119! Alter! Da kann ich mir ja selber bald als Vogel verkleiden. Junge, Junge, 119 Federn. Da brauchen wir, das, jetzt brauchen wir, glaube ich, wirklich erstmal keine Vogelfallen mehr. Die sind zwar eine nette Nebenbei-Herstellung für Federn, aber wir haben auf jeden Fall erstmal genügend, würde ich sagen. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich überlege, was wir zu Geld machen, um an die Spitzhacke zu kommen. Die Suppen, also den Haferschleim, möchte ich ehrlich gesagt nicht verkaufen. Wir haben sehr viel Holz im Lager. Mittlerweile 71. Holz an sich ist natürlich nicht so viel wert. Es macht keinen Sinn, wenn wir das verkaufen. Aber vielleicht könnten wir... Guck gerade mal, was können wir denn eventuell herstellen? Lassen wir selber herstellen. Ich guck mal, was wir selber herstellen können. Wir haben ja auch ein paar Steine auf Lager. Wenn wir die selber verbraten, ist die eine Sache. Wenn die automatisch verbraten wird, werden die andere. Der Minogenerv ist eh schon wieder zu spät zur Arbeit. Dann gucken wir nochmal. Steinwerkzeuge und Weiden und Holz hier. Da würde ich halt auch gerne nochmal gucken. Großer Weidenkorb. Der Ding ist halt super billig, ne? Ein Weidenkorb-Objekt, es kann verkauft werden. Ich glaube, das ist einer der Dinge, die wirklich einfach nur zum Vertickern da sind. Oh, es gibt noch einen anderen, der braucht 16 Stöcker. Da muss ich gerade nochmal nachgucken, warte mal. Da müsste ja irgendwo hier sein. Werkstatt vielleicht? Großer Weidenkorb hier. Gibt es da noch was anderes dann? Also muss man den anderen auch erforschen. Die sehe ich nämlich gar nicht. Gerade irgendwie ein... Ach doch, hier ist er. Gerade irgendwie ein Frosch im Hals hier. Werkstatt. Der große Weidenkorb kostet 350 Tacken. Das ist halt schon eine echte Ansage. Da steht aber auch nur, der kann verkauft werden. Ich glaube, der hat gar keinen anderen Sinn, ne? Genauso wie die hölzerne Schöpfkelle. Ich glaube, die sind alle nur zum Verkaufen da. Vor allem sind die auch super billig zum Herstellen. Eisenbolzen. Was? Aber ein Stapel mit 10 Eisenbolzen. Ein Steinprojektil für Armbrüste. Eisenbolzen. Steinprojektil. Was? Irgendwas ist da nicht ganz richtig. andere Frage. Wo kann man verdammt nochmal die Armbrust überhaupt herstellen? Wahrscheinlich eher in der Schmiede, oder? Und wahrscheinlich deutlich später, weil ich wundere mich, dass man die Dinger herstellen kann, die Munition. Hier Armbrust. Schmiede 2. Armbrust. 1500. Also ich werde mir die definitiv machen, wenn wir soweit sind. Da brauchen wir eh erstmal Eisen für. Aber wenn es soweit ist, dann auf jeden Fall. Okay, meine Idee, ich würde ein bisschen Krempel verkaufen gehen, damit wir auf die 350 Münzen kommen. Dann stellen wir große Weidenkörbe her. Und dann gehen wir auf große Verkaufstour und werden uns die Spitzhacke unter den Nagel reißen. Nee, reißen wir uns das Ding lieber nicht unter den Nagel. Das klingt echt schmerzhaft. Wie viele Stöckchen haben wir denn? Wir haben keine. Was? Wir haben keine... Okay, wir haben keine Stöckchen. Sehr gut. Gut. Gut, die kann man aber selber schnell sammeln. Das ist ja jetzt nicht das Riesending. Wäre mir lieber, wenn wir das automatisiert dann hätten. Ah, da ist die Jägerhütte, ne? Die ist tatsächlich noch nicht fertig. Die müssen wir unbedingt noch fertigstellen. Ich dachte eigentlich, das hätten wir schon gemacht. Aber gut, das habe ich wohl vergessen. Dann müssen wir das noch tun. Okay, dann würde ich sagen... Während die ganzen Leute jetzt hier auch endlich mal alle aufstehen, würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge dann hier zurück bei Medieval Dynasty. Morgen wieder um 12 hier auf dem Channel. Lasst gerne ein Like da und auch gerne Kommentare mit weiteren Tipps. Da lese ich immer wieder sehr gerne. Auch was natürlich Geschichtliches betrifft, so ne, mit den Wiesens und so, fand ich sehr, sehr interessant, lieber L5. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Reingehauen. Tschüss.